Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Space Haven, dem spacigsten Abenteuer Outer Space. Es freut mich mega, dass du einschaltest und ich hoffe, du hast sehr viel Spaß bei der Folge. Wenn ja, lass es mich doch mit einem Kommentar oder einer Bewertung wissen und wenn nicht, dann am liebsten mit einer Begründung. Ja, ansonsten genug Werbung geblabbelt. Lass uns Spaß haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, ob du jetzt einen Kommentar da lässt oder nicht. Aber you know what I mean. So, unser mega geniales Team hat geschlafen und ich hab's verpennt. Jetzt müssen wir mal gucken. Brille nehmen wir wieder mit, ne? Brille, Daniel, Dori und Nauri. Wieso rutscht Nauri als Einzige immer weiter nach hinten? Ach so, wahrscheinlich wegen dem Namen. Hä? Wäre auf jeden Fall eine Erklärung. So, Leute, dann würde ich sagen, legen wir direkt mit dem Cliffhanger der letzten Folge los, nämlich die beiden verlassenen Schiffe. Und wir nehmen uns erstmal das hier direkt unter uns vor. Abgegrast haben wir ja schon alles in der letzten. So, sind alle drin? Ne, irgendjemand fehlt. Hä? Nauri ist drin, Dori ist drin, Daniel ist drin. Brille. Lul, Brille, was geht bei dir? Weigerst du dich, Gewalt anzuwenden oder was? Wir haben noch keine Zeit. So. Andocken eingeleitet. Jo, da kommt er, ist geflogen. Unser Shuttle mit der besten Crew. Könnt ihr jetzt schon zwei Shuttles voll machen? Überlegt euch das mal. Das ist total krank. Okay. Raus aus der Cargo Load Area. Erstmal hier, guck mal. Position einnehmen, Tür öffnen. Okay, alles sicher, vorerst. Öffnen. Alles sicher, vorerst. Okay, hier ist nichts. Dann weiter vorstoßen, Crew. Okay. Oh Mann, das ist so ein Raumschiff mit weitläufigen Flügeln. Bis jetzt noch kein einziger Gegner, ist irgendwie gruselig. Oh yeah, ein Data Log, ich freue mich. Das freut mich. Von wem? Von Tranquility. Warte mal, das hatte ich gelesen, ne? Ja, okay, alles klar. Ja, cool. Ups. Warte mal. Lalala. Okay. Tür auf. Geht mal hier rein. Schön alles ab. Rasen. Ups. Mal hier Geld. Nochmal Geld. Schön. Geld braucht man immer. So, jetzt rüber da. Und dann schauen wir uns an, was da auch noch drin ist, ne? Vielleicht haben wir noch was. Nee. Vorsichtig vorstoßen, Leute. Ihr wisst, diese Viecher können aus dem Nichts einfach auftauchen. Ich würde aber trotzdem sagen, ihr geht jetzt einmal hier hin. Vorsichtig in Turbo-Modus. Heimatschiff festlegen. Können wir das so übernehmen? Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es echt nicht. Wenn ihr es wisst, haut es in die Kommentare. Bitte, eure Tipps fehlen mir so sehr und eure Kommentare in letzter Zeit. Was ist da los? Habe ich euch irgendwie verärgert? Ich hoffe natürlich nicht. Wenn ja, dann tut mir das so leid. Weil ihr seid mir mega wichtig. Ihr seid meine Community. Und ja. Gucken wir mal. Oh, schon alles erkundet. Das war easy. Ja, okay, dann. Ich sage, wir nutzen unsere Energy und gehen direkt ins nächste Schiff. Können wir hier sagen, alles auswählen, transferieren. Ach. Ja, wir haben ja erst wieder neue Lager gebaut, ne? Können wir machen, komm. Passt. So, ab ins Raumschiff mit euch. Ins Shuttle meine ich, natürlich. So, Shuttle. Einmal andocken, bitte. Drückt die Daumen, Freunde, dass wir vielleicht noch einen neunten dazu kriegen.
Das wäre nice. So. Die Beltastuna legt an. Pause, Play, Pause. Okay, alles gut. Dann mal vorwärts. Vorrücken! Nicht zu verwechseln mit. Nein, nein, ich sag's nicht. Gott. Okay, ist schon mal nix. Leerer Gang. Ja! Geil! Geil, 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 geil. Da liegt einer. Das heißt, wir haben gleich auf jeden Fall 9 Leute. Ist das nicht mega sexy? Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, dann haben wir 5 Leute für unser Hauptschiff. Oder sogar 6, wenn wir wollen. Nochmal ein neues Datenlog. Von wem? IRS Mary Shelley. Von der hatten wir noch gar nichts, ne? Geil. Okay. Schönes Schiffchen eigentlich bis jetzt. Bisschen zerfetzt, aber sonst schön. Mal hier rein. Ah, nichts. Okay, Leute. Nur weil bis jetzt keine Aliens da waren, heißt es nicht, dass keine kommen, ne? Ihr wisst es. Fühlt euch nie sicher, Outer Space. Okay, hier ist safe. Hier auch. Hier auch. Lol. Jetzt mal gegenballern. So, Sauerstoff sieht auch noch okay aus. Komme ich mit klar. Vorrücken. Okay. Weiter, weiter, weiter. Wir haben noch keine Zeit. Okay, wir haben das ganze Schiff erforscht. Wir geben uns jetzt hier in Position. Mist, ich kann den noch nicht anklicken. Da. Da kommt unsere Crew. Lalalala. Lalalala. So. Speichern. Ich will erst speichern, bevor ich den da umbringe aus Versehen. Alles klar. Brille, du darfst. Bip, bip, bip. Alles klar. Petunia, schon wieder? Schon wieder eine weibliche oder wie? Sag mal. Ja, das ist ja krass. Leute, weibliche Namen werden gebraucht. Also. Friedliebend, okay. Das glaube ich nicht so gut. Rohstoffabbau 3, das ist gar nicht schlecht. Und ein Dreier-Schütze, aber sonst nicht viel, ne? Aber egal, den Dreier-Schützen, das reicht ja eigentlich für unser Kanonenboot. Also passt das. Ja dann. Direktbefehl aus. Direktbefehl aus. Transfer, alles auswählen und rüberschwängeln. Und hier machen wir auch Tech- und Energieschrott. Nehmen wir mit. Dann müssen wir jetzt. Doch mal. Wir haben tatsächlich 9 Leute, ne, Leute? Ey, das ist überwältigend. Super geil. Ja, nun, wo lasse ich die Gude jetzt schlafen? Warte mal, ich habe da eine Idee. Weil noch haben wir ja keine Dings, ne? Keine Flüchtlinge. So. Dann kannst du darin schlafen. Perfekt. Leute, euer Sauerstoff, ne? I please you. I beg you, Alter. Boah. Petunia ist da noch unterwegs. Kriegt jetzt erstmal noch keinen neuen Namen. Uff. Da habe ich kurz Angst um meine Leute gehabt. Petunia, jo, alles klar. Läuft.
Und hier ist auch schon fleißig abgegrast im Gange. So, oh, streiten. Die haben sich lieb und streiten sich. Sehr cool. Und ich bin wieder auf Vorpilgeschwindigkeit. Wie super. 9 Leute, Leute. 9 Leute. Aber wir sind auch schon bei Folge. Lass mich nicht lügen, ey. Ich weiß gar nicht, bei welcher wir sind. Ziemlich weit auf jeden Fall schon. Ich glaube 40 oder so. Was mich jetzt echt nicht blamieren würde. Ach, Hessengirsch sagt ja, hier ist schöner. Ich schlaf hier. Okay. Petunia, du bist ja eine Frau, oder? Ja, augenscheinlich. Nun gut. Haben wir denn noch eine Waffe für Petunia? Nee. Das sollten wir vielleicht ändern. Oh ja, da brauchen wir das. Dann lass uns mal noch 5 Stahlplatten machen. Und lass. Lass mal noch davon welche machen. Und davon auch. So. Sollte aber passen dann. Da schlafen sie. Voll gut, ey. Echt voll gut. Also wir sind eigentlich jetzt schon theoretisch unaufhaltbar, wenn wir da mit 2 vollen Schiffen ankommen. Was will da jemand machen? Wir bauen uns die Todesflotte und dann das Todesstern AG jetzt halt. Jetzt wird hier erstmal wieder fleißig gearbeitet von unseren fleißig-Kleinchens. Ich weiß, was ich da gerade gesagt habe, ja. Und ja. Nein. Das war nicht logisch. Ist aber egal. Haben die das hier schon abgebaut? Nee. Okay, sie sind anscheinend gerade zu Hause genug gefordert. Ist aber auch okay. Wie gesagt, also wir haben eigentlich echt alles am Stissel. Das können wir erstmal, obwohl nee, das halten wir nicht an. Weil wenn wir uns wirklich dann jetzt bald entscheiden, ob wir ein zweites Schiff bauen oder nicht. Und ich bin mir eigentlich echt zu 999% sicher, dass wir eins bauen. Ich habe halt auch ein bisschen Angst mit den Lieferketten, ob das alles klappt oder nicht. Mit Essen, die müssen ja irgendwo essen. Ne? Die anderen. Also die auf dem anderen Schiff sind. Und wir haben ja hier genug Rohstoffe und die müssten wir dann darüber bringen, weil ich wollte das echt nur als Kampfschiff nehmen. Ich wollte da echt nichts groß anbauen. Wir könnten die Biomasse und das Wasser, ne, das Wasser können wir da lassen, aber die Biomasse von da drüben könnten wir dann hier rüberbringen lassen, wieder für Dünger und. Ja, logistische Meisterleistung, sage ich da nur. Aber sowas von. Guck mal, hier wird schon heftig abgebaut. Die sind noch richtig fleißig dabei, wie immer. Schön. Sehr schön. Was hast du, Nauri? Was ist da los? Zustand? Unangenehme Umgebung, okay. Ihr Borst schon. Wer ist hier unterwegs? Petunia, ganz alleine. Klärt sie das Schiff von Ressourcen. Schi. Jetzt soll gleich wieder Kaffee und Schlafenszeit, ne? Ja. Da wird schon gekaffeet. Petunia hat auch den Uhrwecker gehört. Piep, 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 hat's gemacht an ihrer Raumanzugsuhr. Das war das Zeichen für die Leute, essen und trinken und zocken und Musik zu genießen. Und dann natürlich das Bett, ne? Man braucht's. Im Weltall braucht man ein Bett. Guck mal, die drei machen richtig Luxus hier. Hey, mein eigenes Bett, Alter. Schön. Ja, im Schlaf kann man ja ruhig Vorpilgeschwindigkeit laufen lassen, ne, Leute? Und beim Aufwachen auf. So.
Triple-Geschwindigkeit reicht auch vollkommen. Vierundvierzig Hullblocks. Ja, wenn ihr übrigens wegen mehr Erfahrung habt mit mehreren Schiffen, das würde mich mega interessieren. Also wenn ihr da Tipps habt, wie man da alles am besten regeln sollte, könnte, dann ja, haut raus. Ich wäre dankbar dafür. Würde mich mega freuen. Wie gesagt, ich freue mich auch über jedes Hallo, über jeden Smiley, über jedes Brille, du bist doof. Ne, darüber freue ich mich nicht, aber es kann halt vorkommen, weil es manchmal so ist. Nobody's perfect. Ne? Ich hätte halt hier drüben auch am liebsten noch ein Lager mit eigenen Docks. Ah. Zwedig, zwedig. So, hier ist auch schon nur noch niedrig. Hier ist schon nur noch 0 und alles weg. Perfekt. Jetzt sind sie hier am Rumrasen. Perfekt, macht ihr das, Leute? Perfekt. Tech-Schrott ist schon komplett weg. Fehlt nur noch Energieschrott hier. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Bra. Arbeit, Arbeit, sag ich da nur. Beste Team. Genau, ladet mal das Shuttle voll, das braucht das. Schön. Ja, guck mal. Nichts mehr zu bergen, nur noch abzutransportieren. Das heißt, spätestens am nächsten Tag können wir hier abhauen. Wenn jetzt auch nicht wegen ein bisschen Scrap viel Traram machen hier, denke ich mal. So, jetzt gleich Schlafzeit. Da sind sie auch schon im Shuttle. Janine, weißt du, wieder fleißig wie sonst was. Sie so, na, ich arbeite noch. Es ist noch Arbeitszeit. Zack. Und da wird rumgewuselt, ey. Wissel die Wasel die Wusel. Am liebsten würde ich halt echt nur drei. Einen für Navigation, einen für Schießen und einen für Schilde auf das zweite Schiff packen, damit ja, damit auf dem großen Schiff auf jeden Fall genug Leute da sind, weil hier brauchen wir schon mindestens 5 bis 6 Leute. 6 wäre mir echt lieber eigentlich. Schlaft, meine Freunde, schlaft wirklich schön. Wenn ihr schön träumt, dann könnt ihr euch da nicht dran gewöhnen, weil es nicht so oft vorkommen wird in diesem Outer Space Abenteuer. Das ist nämlich der Albtraum. Obwohl, ne, für uns eigentlich nicht. Weil uns geht's gut. For real. Ja, Hut anschalten, Hilfebrille. Hier ist alles wegtransferiert, ja gut. Schlaft ihr mal schön, meine guten, fleißigen, tapferen. Und dann esst mal in Ruhe. Ihr habt's euch verdient. Haut rein, Freunde. Keiner Menschenfleisch gegessen, sehr schön. Ja dann, Übersprung. Vorbereitet. Was ist jetzt passiert? Nichts, okay. Übersprungen, vorbereitet, Brille springt ans Pult. Und in 3, 2, 1, geht's los. Erstmal hier hin. Ein bisschen ernten. Dann da runter, ein bisschen weiter ernten. Wir können ja mal gucken. Wir haben ein paar Sprünge. Können wir schon mal ein bisschen erkunden, was uns erwartet. Okay, da ist schon mal der Ausgang, aber da kommen noch ein paar Sachen, die wir besuchen können. Alles klar. Zack. I'm the man from outer space. Oh, schön in der Mitte. Stationieren. Und sammeln statt gammeln, Freunde.
Ist die Devise. Unsere Schleusen sind ja sogar mal relativ frei. Was bedeutet, dass sie wirklich enden können? Ohne Probleme. Theoretisch sollte das jedenfalls möglich sein. Ah, mal gucken, ob wir in der nächsten Folge dann wirklich schon mit unserem neuen Schiff anfangen. Namenswünsche für das Schiff oder auch ein weibliches weiteres Crewmember sind sehr, sehr, sehr erwünscht. Würde ich mich mega darüber freuen. Ja. Jetzt lassen wir die erstmal noch ein bisschen arbeiten, ne? Dann gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass das nächste Schiff, da es ja eh nur ein Kanonenboot werden soll, so gestaltet ist, dass es tatsächlich wie ein Raumschiff aussieht. Ne? Und wenn man sich jetzt mal unser Ding anguckt, ich weiß ja nicht, ob jemand jemals so ein Raumschiff gebaut hätte. Aber von innen ist es ja relativ praktisch. Relativ. Könnt ihr irgendwann hier halt noch einen Gang runterziehen und so weiter und so fort. Ne? Dass Luft nach oben auf jeden Fall noch vorhanden. So, habt ihr alles schon weggegrast oder was? Ihr seid ja die Turbonatiker, Alter. Hier geht's ab. Ich sag's euch. Das kannst du keinem erzählen, ey. Haben wir das abgeerntet? Geil, dann können wir direkt weiter eigentlich zum nächsten, ne? Wenn der Tee leer ist. Sobald die alle wieder an Bord sind. Machen wir das auch. So. Zack. Da kommt die erste. Und da kommt die zweite Kapsel auch reingedankst. Und dann bereiten wir mal einen Hyperjump vor. Der Daniel, er darf heute navigieren. Also, heute fahr ich. Springen. Und weiter geht's. Nach hier. Oh, sehr schön, wie viele Ressourcen, also Energieressourcen hier sind. Das ist enorm gut für unser Vorhaben. Das ist enorm gut. Stationieren. Alles einfach abbauen. Und laufen lassen. Fleißige Bienchen sind das. Fleißige Bienchen immer. Das ist toll. Ah. Das läuft ja echt. Ne? Ach, hier ist ja noch eine Wand. Wo? Die habe ich noch. Habe ich noch nicht weggemacht. Egal. Ach, schön. Ja, denen geht's echt gut, ne? Unseren Boys. Und Girls. Erste schon abgegrast. Die sind so ein super Ernteteam. Enorm. Guck mal, obwohl noch Pause ist, wird geerntet. Mal ein bisschen schneller, dass sie nach Hause kommen. Unser Geschwader an Mining-Dingern. Okay, wo ist die dritte? Okay, der hat. Okay. Wird dann wohl woanders ausgeladen. Egal, da schlafen sie mal wieder. Wie so oft. Am Ende einer Folge oder am Anfang einer Folge. Ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Einschalten. Ich freue mich mega drüber, wenn du Spaß dran hast. Und ja, so soll es auch bleiben. Also, bleibt ihr so toll, wie ihr seid. Dann versuche ich das auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Brille.